du nicht! Keine Angst. Lohnsau kommt bald nach. Da ist er! Mein Hund wird deinen Cut. Mach den Penner zu Fisch, Harvey! Ich zieh den Kopf aus. Der Feuer kommt, solange ich nachlade. Höchste Zeit, dich aufzumischen! Oh. Das hättest du das nur sagen brauchen. Ich krieg dich, Kleiner! Ich such mich auf! Doch, lauf! Herkommen soll. Schon, doch, Penner! Alle Mann in Deckung! Wo sind die Druckplatten, die Sir Marcano aus der Bank gestohlen hat?
kann mich nicht erinnern. Sie haben also das Heroin geliefert, das Georgie vertickt hat. Sie. Certo. Ich wollte das Zeug nie in meiner Stadt haben. Von dem Scheiß kriegt man eine weiche Birne. Es macht die Leute bekloppt. Blöd. Und es lockt die Cops an. Bourbon? Nein, ich trinke nicht. Hat Georgie gesagt, warum ich Sie sprechen will? Er sagt, der Nigger hat Ihren Bruder getötet. Und Sie wollen über einen Deal reden, den wir zwei machen können. Mein Bruder Tommy war ein cleverer Bursche, hätte alles werden können. Ich sag zu ihm, geh aufs College. Ich hätte ihm das Ganze sogar bezahlt. Mein aufrichtiges Beileid. Ich baue ein Casino auf der anderen Seeseite. Ich hatte alles im Griff, auch die Finanzierung. Aber jetzt geht die ganze Chose den Bach runter. Sie wollen mein Geld. Naja, ich brauche genug, um den Bau fertigzustellen. Und das kostet mich... Ich möchte hören, dass Sie es sagen. Ich soll was? Dass Sie mein Geld wollen, Mister. Sagen Sie die Worte. Bitte. Ich will Ihr Geld. Das klingt gut. Ich bringe Ihnen mein Geld und dafür lassen Sie mich in Ihrer Stadt mein Heroin verdienen. Und Sie werden sich niemals einmischen. Sicher. Ganz wie Sie wollen. Aber da wäre noch etwas... Ich soll auch den Nigger killen, klar. Ich werde das für Sie erledigen. Nigger umlegen ist mein Hobby. Großer Gott. Hier stand Sammys Haus. Niemand wollte hier leben, also haben sie alles zugetiert. Immer wieder bringt irgendetwas dieses Land gewaltig ins Wackeln. Beutelt es so hart, danach stehen nur noch die Fundamente. Und so schmerzhaft das auch ist, wir hoffen, dass diesmal alles anders wird. Wenn wir jetzt hier neu aufbauen, werden wir nicht die Fehler der Vergangenheit machen. Und vielleicht werden Frieden und Gerechtigkeit dann obsiegen können. Aber diese beiden Dinge sind schwer zu erreichen. Verdammt schwer. Also wählen wir den einfachen Weg. Wird auch Zeit, dass du kommst. South Downs gehört jetzt uns. Tommy hat hier ein paar solide, unauffällige Geschäfte etabliert. Sollte reibungslos ablaufen. Meine Jungs sollen hier nur einen der Läden sichern. Okay, mir egal, wer die Buden klar macht. Mich interessiert nur, wer letztendlich das Sagen hat. Und das sollte kein anderer als ich sein. Das hatten wir doch alle schon, Bruder. Du teilst die Geschäfte auf und vergibst dann hier den Bezirk. Aber diesmal muss deine Entscheidung auf mich fallen. Sonst haben wir ein Problem. Shit, ich hätte diese Läden so gut führen können wie jeder andere, wenn nicht besser. Beim letzten Stadtteil sollte ich mich ums Tagesgeschäft kümmern. Ich erwarte, dass das hier genauso läuft. Schon klar, du musst dir alles offen halten. Respekt verdient nur, wer sich was traut. Ich tue... So langsam denke ich, du bist auch nicht besser als Sammy. Oder Sal. Wer soll's denn nun sein? Der hier geht an Skelette. Verdammt nochmal! Du bist kein Deut besser als Marcano, Georgie oder Sammy.
Mit einem Unterschied. Du hättest wirklich was für das Hollow tun können. Aber mal wieder hast du Menschen, die dich geliebt haben, im Stich gelassen. Das ist große Scheiße. Wir können uns so eine Zeitbombe in unseren Reihen nicht leisten, Junge. Du musst die Tussi abservieren. Ich sag's nur ungern, Kumpel, ehrlich. Aber sie muss weg. Ich weiß. Ich kümmere mich um sie, keine Sorge. Das war erstmal alles. Ich melde mich später. Ich bin im Bayou und brauche was zum Fahren. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Ich habe quasi Bedarf an allem. Kannst du mir helfen? Bin im Bayou. Komm schon, Mann. Klär erstmal deinen Stressmikrofon raus. Alles, was du brauchst. Ich weiß, dass du schätzt. Verdächtige führt jetzt ein Fahrzeug.
vor Ort ermitteln. An alle Einheiten. Officer erbittet Unterstützung. Ich bin zu Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Bin stockbesoffen. Könnte nicht mehr fahren, wenn mein Leben davon abhänge. Versuche es später nochmal. Officer vor Ort hat Verdächtigen gesehen. Mit äußerster Vorsicht näher. An alle Einheiten. Verdächtiger wurde im Friendly Ward gesichtet. Ich hab grad Ärger mit ein paar Jungs im Ward. Alles klar, wir kommen gleich rüber. Ich mach das selber. Lincoln, stehst du auf Weißwandreifen? Schätze eher nicht. Ich bin in Tick vor. Bin so ziemlich mit allem knapp. Komm schon, Mann. Klär erstmal deinen Stress mit Cassandra. Bis dahin halte ich mich da raus. Ich brauche eine neue Kiste in Tick vor. Nee, kann ich nicht machen, Junge. Ich brauche eine neue Kiste in Tick vor. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Einmal Auto, wie bestellt. Das ist eine große Hilfe.